Moin Leute und willkommen hier zu Minecraft, der Story Mode. Ihr habt ihn euch gewünscht und zwar habe ich ihn jetzt installiert und wir werden das Spiel spielen. Ich muss gleich vorweg sagen, es gibt viel Gequatsche. Aber lasst uns reinschnuppern in das packende Game. Wir müssen uns einen Spieler erstellen. Wir nehmen den. Ja, wir nehmen den. Hey. Nehmen den hier. Wenn das okay geht. So, ich habe natürlich, weil ihr natürlich alle Minecraft zockt. Kleinen Moment. Ich habe mich mal ganz kurz angemeldet, weil für dieses Spiel brauchst du eine E-Mail-Adresse und ein Passwort und musst dich registriert haben. So, da werden jetzt natürlich auch die ganzen Speicherdaten gespeichert und wir sind ja jetzt hier schon im ersten, in der ersten Episode der Orden des Steines. Viel Spaß! Wenn ich immer dieser Ladebildschirm wäre. Deine Entscheidung bestimmt den Verlauf der Spielereihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Ist ja schon mal sehr interessant, was wir da so alles hören und sehen. Quasi. Das ist ja doch ein Mädchen. Ich wollte ein Junge und kein Mädchen. Egal. Schweinchen. Bruch. That's what you get, Axel. I brought you good times and now I'm
being punished for it. You scared us half to death. Nothing is fun if you're not scared half to death. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. Nice. You brought Reuben a disguise? We're going to a convention. Somebody's got to wear a costume. He looks ridiculous. The Ender Dragon was a huge dragon, not a pig. It's a costume, Jesse. The whole point is to look ridiculous. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. If he was really your best friend, you wouldn't let him go outside dressed like that. The only thing more dangerous than putting a costume on a pig is trying to take it off. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. So, da haben wir es endlich geschafft. Die sind endlich fertig mit Quatschen. Wir können uns ganz normal bewegen, indem wir jetzt hier den Pfeil etwas hin und her bewegen. Pfeil sah schon. Wir können auch auf alles anklicken. Shears. Definitely taking these. Never know when I might need the shears and sheep. Man weiß nie, für was man die Schere benötigen tut. Und ich mache ein Stück leiser, falls es zu laut sein sollte. Also so viel wie ich mitbekommen habe, geht es die ganze Zeit um irgendwelche Spiele, die sie ständig verloren haben und von den anderen natürlich demzufolge als Verlierer dargestellt werden und darüber haben die jetzt irgendwie diskutiert. Wie genau weiter, das weiß ich alles auch nicht. Ich kannte das Spiel bis jetzt auch noch nicht, bis ich es im Play Store gefunden habe und dann natürlich für euch vorstellen wollte. Also ihr kleinen Mitschnitten-Army. Ja, wir klicken jetzt natürlich hier mal alles mal an, was sehen wir mal erfahren. Ihr habt es bestimmt schon gesehen, unter den, wenn wir antworten können, haben wir so eine kleine Punkte, wo die dann runterläuft. Das ist quasi so eine Zeitleiste. Die dann, wenn wir nicht antworten, irgendwas bestimmt. Entweder irgendwas bestimmt oder gar nichts sagt. Wie ihr am Anfang schon gelesen habt, bestimmen wir den ganzen Spielverlauf. Also das, was wir antworten, bestimmt dann auch demzufolge den kompletten Spielverlauf. Also alles, was wir jetzt hier machen. Entschuldigung. So. So, da haben wir mal kurz unser Schmeinchen ein bisschen was beigebracht. Anscheinend ist das hier unser Zuhause. So viel wie ich das jetzt festgestellt habe. Wird auch so sein. Hier haben wir jetzt irgendwie nichts mehr Gescheites, was wir jetzt mal angucken können. Gut, okay. Ja, bevor es jetzt zu lang werden tut, weil die Story und das alles war ja schon sehr, sehr viel. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten es sind. Würde ich sagen, ich mache erstmal an der Stelle Schluss. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Wie das allerdings jetzt gespeichert wird und so, werden wir dann hier an dieser Stelle dann auch weitermachen. Ne? Ich hoffe, das speichert dann auch. Weil das ist bei dem Spiel hier leider so ein endlos Ding. Da kommst du nie zum Speichern und weißt doch nie, wann der Speicherpunkt ist. Erst wenn dieses kleine Wolke kommt, in diesem Fall wird es gleich gespeichert. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es auf meinem anderen Kanal schon mal gemacht. Und da habe ich manchmal eine Folge gehabt von einer halben Stunde, die ich dann in viele Teile in Schnipsel teilen musste. Und demzufolge habe ich auch meinen ganzen Akku leer gesaugt. Und ja, na gut, egal. Gut, wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge. Ihr könnt jetzt natürlich wieder auswählen zwischen der Playlist, der nächsten Folge, den aktuellen Updates und natürlich noch anderen Spielen auf meinem Kanal. Das zeige ich euch jetzt, das blende ich euch jetzt quasi ein. Jetzt wird links die aktuellen Updates angezeigt, rechts die Playlist, dann links zu einem nächsten Part und rechts mein Abo. Da könnt ihr auf meinen Kanal klicken und demzufolge kommt ihr immer auf meinen Kanal. Und ich wünsche euch da noch viel Spaß. Okay Leute, ihr kleinen Schokohasen und ihr kleinen Nötschnitten-Army. Dann macht's gut Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss.